Balloon Galoli kann ich spielen. Cock Exalted, Kate Show. Oh lol. Actually, ja. So, Duelist, oder so. Kate raus, K mit. Darius K. Darius Kiana Malphite. Muss K noch rein. So, Raiden Item, beste für. Warte, kommt's okay, ne? Ich muss einmal scouten, aber ich muss auch erstmal herausfinden, was ich spielen kann. Eigentlich keine Einheiten. 2, 4, 6. Ich hab eigentlich. Warum jetzt hier Archangel sowas? Ich hab keinen Garen, keine Wards. Ich hab eigentlich gar nichts für diese Karte. Jo. 2, 4. Ich hab eigentlich gar nichts für diese Karte mehr. Ja, halt legitim, also ich hab legitim halt wirklich gar nicht. Diamond Hands, Gold Farm. Diamond Hands, glaube ich, Gold Farm. Und auf Gold kommen, aber. Gold Farm. Mache ich erstmal Archangel, Archangel Drainclaw vielleicht und Belt Teeling wie du's. Mein Garen ist nicht contested, aber ich habe halt keine so. Keinen zweiten Warden. Doch sehr interessant. 2, 4, 6, 7. Wir tauschen noch einmal. Das Game sieht irgendwie weird aus. Das Game sieht irgendwie weird aus, Chat. Bitte. Hey Chat, Archangel. Mal Archangel, glaube ich. Was mit einem zweiten Warden, yo? In den Rim reintun. Dann habe ich einen zweiten Bruiser erstmal. Dann haben wir den Seer. Ich habe keinen weiteren Garen gefunden. Ich habe auch kein richtiges, wie heißt das? Die haben auch keine richtigen Items, um ehrlich zu sein. Keine richtigen, wie heißt das? Keine richtigen, keine richtigen, wie heißt das, Chat? Artefakt-Items, On-Items, so wie ich halt. Ist schon mal gut, nehme ich an. So. Ja, okay, wir suchen dann gleich Radiant Dragonclaw oder Titans. Drainclaw, Titans oder BT geht auch. Ich hab Loose Win, Loose Win. Zwei Warden endlich. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wir müssen hier die beiden buffen, ne? Und das ist meine Front. Zoe suche ich, Zoe Ilaoi habe ich. Arcanist zumindest. So ist auch eine gute Unit.
So viele Garen schon raus? Wie viele? Ich glaube, der. Ich habe keinen einzigen bisher. Ich meine, mein Start war Duelist, würde ich sagen. Doppel-Kiana. Hatte ich irgendein Augment für Duelist-Chat? Weiß ich gar nicht, ne? Nee, oder? The Patient Study? Was war das linke? Aber ich hatte auch kein Item für Duelist. Andere Sache noch. Der Helden Garen. Da müssen wir jetzt auch Shen halten. Dragonclaw. Dann wollen wir Titans Radiant. Fuck, ich habe drei Items für den direkt. Scheiße. Also, was heißt scheiße, aber. An sich ist es gut, aber. Scheiße. Ja, gut, dann haben wir hier drei Items, nehme ich an. Erstmal. Drei Items sind drei Items. Was mache ich mit dem Rod jetzt hier? Was mache ich mit dem Rod-Chat? Item für Syrah? Item für Syrah nehme ich mal stark an. Aber welches? Abadons, Shoja, Nashas, ne? Ja. Morello, ja, ich meine, solange ich Syrah spiele, habe ich ja Healing Reduce erstmal. Dann ist das nicht so wichtig. Item Bild für Garen ist, denke ich, ganz gut. Ja, Item für Garen ist ganz gut. Healing Reduce habe ich indirekt. Teambuilding. Aber dann kriege ich das zweite auch erst ganz, ganz spät. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, Mate. Ich dachte, Drops hinten raus, die Cyber spielst Ward, Morgan, Lux. Ja, mal gucken. Wenn ich Cyber 3 hätte, werde ich die behalten. Schauen halt, ne? Rot hier schon mal geben. Alle Maraca. Garen wir hier? Ich meine, wir haben jetzt fünf Stück, zwei Stück gefunden noch. Nicht schlecht. Viele haben halt Garen 2 schon relativ früh bekommen, ne? Und ich meine, ich hatte. Mein bester Start war Duelist, aber. Ich weiß, hatte ich da irgendein gutes Augment für Duelist? Nicht sicher. Patient Study. Story Champion. Was hatte ich noch? Hätte als Story Champion auch rollen können, ne? Glaube ich. Oder habe ich es schon gerollt? Weiß ich gar nicht mehr. Let's go. Wir sind stable. Ich meine, ich habe drei Items, Garen. Featherweight und so. Augmente sind schon. Augmente sind ziemlich gut, würde ich sagen. Na. Der ist viel zu stark. Gib mir mal drei Gold. Ich kann die Jax rein tun. Für dich try it hier drauf, Bruiser. So eine Zoe. Eine Zoe, suchen wir Chat. Der will Bowsy. Der will Stu. Der Bandit. Junge, ich krieg diesen Garen nicht tot. Oh, danke, Galio, Alter. Danke, echt danke, Galio. Der hat mich weggezogen von diesem Garen. Mich die anderen erstmal killen kann. Echt danke, Galio. Aber ich glaube, der kann mich auch nicht killen, ist das Ding. Der Bade Bose. Okay, Claw könnte ich Adaptive auch bauen. Irgendein Item für Irelia später. Ich sollte hier nicht um Irelia herumplanen. Oh fuck. Da bin ich wieder, besser, du bist mal. Muss hier locken oder was? Zoe für Riven. Dex heraus für Illaoi. Guess Morgana können wir noch gar nicht spielen. Muss sie verkaufen.
Wir spielen Syra, Zoe, vier Warden auf Level 6. Auch Morgana halt später, ne? Jetzt gerade kann ich sie noch nicht spielen. Easy. Easy. Ist keine Ahnung. Na, sicherlich nicht, oder? Bucket, next try. Fuck it. Ich hier gleich Remover. Ich gebe das gleich dem. Dann können wir Archangel hier machen, ne? Ja, machen wir Archangel hier. Machen wir Ascension plus irgendeine Kombination daraus. Wo ist mein Garen? Ich krieg ja hier Remover und Dingens. Remover und Raiden Item. Hier. Was ist dann das beste Bild? Ich habe Ascension. Ascension. Actually, Archangel ist das Beste. Interessant. Ascension? Actually, Ascension Drankler. Ascension Drankler plus 1. Ja, Ascension Drankler plus 1. Das ist Morale. Das ist okay. Drankler Sterax einfach. Zoe haben wir. Crazy Angle. What the f? It's the crazy Angle. It's the crazy Angle. It's the crazy Angle. Oh mein God, boah, you're fucking trolling me. Whatever. Diese Map ballert halt die Musik so richtig krass ins Ohr rein. Boah, jetzt noch Naut. Ja, ich meine. Ich habe kein Gold mehr. Wenn ich nochmal runterrolle auf 0, dann habe ich wieder kein Gold. Und wenn ich nicht hätte, dann RIP. Wow, I came to watch a good game. This looks crazy. What crazy? Crazy Troll or crazy one? Aber oh. Ich hätte so gelacht, wenn Garen im Shop gewesen wäre. Crazy, crazy Game. Oh. So, Level. Na gut, wenn ich Nautilus hätte, dann erstmal Zoe raus, glaube ich. Oder ich spiele einfach Huey. Damit. Dann nehme ich Cloak, glaube ich, mit. Even Shroud auch vielleicht. Danke. Aber Level 8 push schnell. So, Cloak könnte auch werden. Was? Drankler? Oh, actually, Cloak Drankler ist auch gut. Uns hier härter contestet. Danke der Zengaras, danke auf den Sub. Dicken Bus hier auch für dich, ne? Herzlich willkommen. Ascension Ding Dong. Ascension Shen Ding Dong, ja der Shen 3 hat haben wir verloren. Ich verliere das schon fast gegen Shen 2, also. Verliere schon fast gegen Shen 2.
Attention, please. Jo, boom. Russolo hat mein Haus auf dich verwettet, du hast aber gegen mich gewettet. Oder was meinst du? Zurzeit sieht's nicht so aus, als ob ich Bot 4 hier werde. Schlingel. Dafür, dass ich ohne Garen's gestartet habe, sah das Game eigentlich ganz gut aus. Bis auf der Stage 4-1 Roland. Der war nochmal was anderes. Hier gegen dich, bei Tipico auf dich. What? Hat der Ascension? Ja, ne? Boom! Mach kein Damage. Boom! Mein ganzes Team ist tot. Boom! Ja. Hat der 8 Bruiser? Doch, der hat 8 Bruiser, okay. Ja. Der Garen hat aber 20.000 AP. So, was können wir noch machen hier? Hat er fast Gen 3? Der hat fast Gen 3, ne? Ich Morgana suche ich halt. Morgana und 6 Warden suche ich. Mit ihm Schwert bauen auch. Ich kann Gen reintun für Ghostly. Ich habe auch gar keinen Ghostly. Tier auf Gen vielleicht, instant. Damage Reduction fällt. Was macht Green Kale? Hab das nicht einmal gespielt. Green Kale ist, gibt Armor Magic Pen. So, wo ist mein Nautilusso? Ich muss, glaube ich, noch 2 Runden chillen. Weil ich habe halt auch gar kein Gold. Ich habe auch keine Morgana. Das ist das andere Problem. Ich habe Adaptive Rabadons Morello, Zyra. Ja. Hat 40 ist Rang 1 das Ziel. Das auch wieder. Das Ziel ist aber, mich gut vorbereiten auf das Turnier am nächsten Freitag. Wir sind nah an der Weltmeisterschaft dran. 4 Punkte fehlen uns. 4 Punkte müssen wir aufholen in 2 Turnieren. Hallo Chris, ne? Wie viele Punkte schafft man so durchschnittlich pro Turnier? Durchschnittlich? Keine Ahnung, aber in der oberen Hälfte machst du so 80 Punkte. Ja. In den Top 10 machst du so durchschnittlich so 80 Punkte pro Turnier. Bitte. Ohne Chris, ne? Gewinnst einfach die EM, das ist Punkt auch egal. Na gut, erstmal sicher über die Punkte kommen und dann ist die EM einfach ein Plus, ne? Aber da werde ich mich natürlich auch versuchen, so gut wie möglich vorzubereiten. Okay, wir haben 6 Umbrel, aber über Set. Interessant. Level up Shen raus, Set Gnar rein, ne? Was ist ein Nautilus eigentlich? Bum, bum, bum. So. Hat der eine eigentlich Shen 3? Der Shen 3. Wollte ich Cyber noch spielen? Eigentlich nicht, ne? Ich möchte Irela spielen. Irela möchte ich spielen. Loon wird okay sein. Umbrel. Burnt die ein bisschen runter. Rock Morello halt besser als Cyber. Es müssen Zyra behalten, falls wir doch Morgana finden. Dann schnell Level 9 gehen. Oder halt einen Nautilus finden, damit ich den hab halt, damit er die Gegner CC'd endlich. Hallo 40, durchschnittlich 80, also in den Top 10, die Top 10 macht so ungefähr 80 Punkte pro Turnier. Das ist 75.
Also 4 Punkte Abstand ist, denke ich, ist sehr gut machbar. Aber es kommen noch 2 Turniere eigentlich. Ich krieg halt den Ohren gar nicht tot, ne? Ich stand jetzt über 10 Jahre auf dem Ohren drauf. How much gold do you usually roll for Garen at 3-1? Till like 35, sis. Till 35, unless you are like me and you're missing 6 Garens, then I would only roll like over 50. Or over, till you have some of your units. Aber danke dir, Reh. Danke für 9 Monate. Kommt zwischen meine dicken Eier. Alles klar, MBH? So, ja. Weißt du, jetzt pocken wir dann Kappa. Ich suche Irela richtig. Irela Zoe plus 1. Alle happy, Mann, der auch. Something. Scheiße, gegen Shen wieder. Ich gegen Shen wieder. Ich stehe schon wieder vor dem Garen. Vor dem Ornn, meine ich. Ja, gar keinen Schaden. Ich stehe nicht vor dem Ornn. Und ich glaube, dann können wir gewinnen. Das, was passiert ist die ganze Zeit. Der Orm farmt einfach 100 Items. Der Orm farmt einfach 100 Items. That's crazy. So, Grim Harvest, Windstreak. Into Yone verkauft. Doppel Kayn. Also Yone 1 noch. Und der hat halt Shen Ascension. Game over. Distributieren. Schaust du heute Abend auf Fußball? Nö.